Tag der Premiere. Ja, man fiebert ja immer so die ganzen Proben zu diesem Tag hin. Das ist so der Tag, das Ziel eigentlich. Was mache ich davor oder wie bereite ich mich darauf vor? Man aufgewacht hat, ein schönes Frühstück, man genießt so den Anfang des Tages. Ich bin zum See gefahren, habe mich ein bisschen ausgeruht, bin ein bisschen Sport, bin ein bisschen im See geschwommen. Und dann zu Beginn, aber im Morgen, habe ich schon angefangen, ein paar Einsingübungen zu machen, dass die Stimme ein bisschen wach wird. Und dann gut gegessen, Mittag gegessen, aber nicht zu viel, nicht, dass der Magen dann so voll oder schwer wird. Und dann am Nachmittag noch ein paar mehr Übungen, ein bisschen lauter geworden von den Übungen her. Und einfach sich so ein bisschen drauf vorbereiten, vom Mentalen her ein bisschen konzentrieren drauf, was man macht. Also ich bin jetzt nicht nervös, aber man hat so eine kleine Anspannung, so ein kleines Kribbeln irgendwie, auch vielleicht eine Vorfreude. Jetzt ist der Tag endlich da, jetzt darf ich auf der Bühne stehen, jetzt ist das Publikum da, jetzt ist die Premiere, jetzt ist es endlich soweit. Und einfach so ein bisschen sich freuen für diesen Auftritt. Ich glaube, das ist auch sehr hilfreich oder was mir auch sehr hilft dabei, mental einfach alles nochmal durchgehen, jeden einzelnen Schritt. Obwohl es heute oder jetzt auch besonders bei dieser Produktion beim Jedermann sehr spontan ist. Dadurch, dass es ein Schauspiel ist, ist es spontane Reaktionen, spontanes Spiel. Es ist jetzt nicht so vorgesetzt, wie ich schon zu den Proben meinte, wie bei einer Oper. Aber jetzt werde ich jetzt gleich auch nochmal ein paar Einsingübungen machen.